Ich muss die gerne auskriegen. In einer Wasserpfeife, aber das ist mir scheißegal. Wir könnten so eine Wasserpfeife brauchen. Aber hier ist Olf. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Okay, was hast du denn verbrochen? Was hast du denn verbrochen? Die Weißen sind heiß auf drei sehr wertvolle Artefakte aus den emporgestiegenen Tempeln. Es sind drei seltene Goldschalen. Eine davon habe ich versteckt. Die Weißen wollen, dass ich ihnen verrate, wo. Außerdem soll ich ihnen sagen, wer die anderen beiden Schalen hat. Da können sie lange warten. Solange sie mich nicht angemessen dafür bezahlen, sage ich denen gar nichts. Was willst du denn für deine Goldschale haben? Was willst du für die Goldschale haben? Endlich mal jemand, der meine Sprache spricht. Gib mir 200 Goldmünzen und wir kommen ins Geschäft. Wir wissen aber, wo sie ist. Also werden wir sie ihm nicht abkaufen. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Okay, und für wen arbeitet ihr, Drillinge? Für wen arbeitet ihr, Drillinge? Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, der am besten zahlt. Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Ja, ja. Spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. Okay. Und kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Okay, dann zeig mir mal, wie man schürft. Zeig mir, wie man schürft. Zeige mir, wie man schürft. Zunächst einmal musst du erkennen, wo überhaupt Erz zu holen ist. Es bringt ja nichts, wenn du auf die nächstbeste Felswand einschlägst und da gibt es gar nichts. Wie erkenne ich ein Erzvorkommen? Das Gestein glitzert und die Gesteinsstruktur ist anders. Häufig gibt es Erzblasen, die wie Pickel an einer Felswand hängen. Nimm die Hacke in beide Hände und schlage geradezu. Das ist ganz wichtig. Die Spitze muss gerade auf das Vorkommen treffen, sonst zersplittert das Gestein und es ist wertlos. Jetzt bist du natürlich noch lange nicht so gut wie ich, aber mit ein bisschen Übung steht dir nun eine große Zukunft als Schatzsucher offen. Okay. Und was nehmt ihr so für eure Arbeitskraft? Was nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, dann lass es uns wissen. Doch dazu müsstest du uns aus der Stadt schaffen. Ach ja, und die Kleinigkeit mit den Weißen hier müsstest du regeln. Du müsstest Hernandez davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Sonst wird das nichts. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Dann kümmere dich erstmal um die Weiße Wache am Eingang. Wenn Hernandez mich nicht gehen lässt, komme ich hier nie raus. Gut, Wie überzeuge ich Hernandez davon, dich freizulassen? Tja, du weißt ja, warum sie mich hier festhalten. Sie wollen die drei Goldschalen. Und was soll ich jetzt machen? Drei Brüder, drei Goldschalen. Der Rest ist deine Sache. Hauptsache, du ziehst die drei Schalen aus dem Verkehr. Okay. Und wie zieht man? Wie zieht man drei große Goldschalen aus dem Verkehr? Erstmal musst du die Dinger haben. Und dann verkaufst du sie an jemanden, der die heiße Ware aus der Stadt herausschaffen kann. Was ist, wenn die Weißen sie kriegen? Wie auch immer. Es bleibt dir überlassen, was du damit machst. Hauptsache, die Schalen sind weg. Okay. Sag mir, wo deine Goldschale versteckt ist. Oder du wirst dir vergammeln. Vergiss es. Erstmal wirst du mir dieses Wissen bezahlen. Ich dachte, du willst hier raus. Aber nicht um jeden Preis. Dann bleibe ich lieber hier sitzen. Dann eben nicht.
Deine Brüder sollten wissen, was du vorhast. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Am besten sagst du ihnen, dass sie zu unserem Treffpunkt gehen sollen. Sie wissen dann schon, was ich meine. Dann schicke ich sie zu eurem Treffpunkt. Okay, ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der Gosse oder am Hafenkai finden. Klasse. Dann machen wir jetzt hier erstmal los, ne? Weil wir wissen ja, wo das Ding ist. Wir brauchen nur noch einen Zauberspruch namens Telekinese. Den müssen wir jetzt nur irgendwo noch auftreiben. Und das wäre vielleicht mal ganz praktisch, wenn wir das bald tun würden. Und nicht hier rumstehen. Tja, Mensch, wir haben einen Teller mit Trauben. Und ein Thron. Ein Buch. Bild. Bild. Ein Bild. Und ein Buch. Hier steht etwas über Magie. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber da ist das Amulett der Don-Familie und eine Nautilus-Verwandlung. Cool. Nautilus-Verwandlungen, damit können wir uns zu einer Schnecke, also zu so einer Wasserschnecke, Nautilus da, verzaubern und sind dann ganz klein und können durch kleine Ritzen rutschen. Sieht ein bisschen eklig aus, aber meine Güte. Hier. Hier, das scheint das alte Erbstück des Don zu sein. Na, gibt's denn sowas? Ich bin beeindruckt. Du hast tatsächlich was gefunden. Und ich dachte, wir hätten schon alles durchsucht. Sehr gut. Ich werde das Ding mal beschlagnahmen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Hier hast du ein paar Münzen dafür. Weiter so. Am besten, du gehst gleich zu Toni und erzählst ihm davon. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Ja. Komm, Toni. Du alter Braten. Ich hab Don Estebans Amulett gefunden. Ja? Ist ja riesig, Mann. Wo hast du es? Ich nicht mehr. Hernandez hat es jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich verfluchter Idiot. Ich bin auf so einen Arsch wie dich reingefallen. Und ich dachte noch, warum will der Kerl mir helfen? Jetzt muss ich zum Don und ihm die Scheiße hier erklären. Schönen Dank für gar nichts, du Arsch. Ja, gut. Müssen wir jetzt mal mit klarkommen mit diesen üblen Geschenken. Gut. Was machen wir als nächstes? Komm, Marcelo. Sieh an, ein neues Gesicht. Willkommen im Händlerviertel. Ich hoffe für dich, dass du wegen eines Auftrags hier bist. Heißt das, du hast auch einen Auftrag für mich? Es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will. Worum geht's? Die Banditen halten sich bedeckt, aber sie gehen trotzdem ihren schmutzigen Geschäften nach. Erzähl mal was Neues. Wiesel ist einer von ihnen. Er sitzt den ganzen Tag nur auf einer Bank. Das ist nicht verboten. Wiesel ist hier kein Unbekannter. Er hat früher Schutzgeld von den Händlern kassiert. Und? Was soll ich tun? Ich brauche einen Beweis, damit ich gegen ihn vorgehen kann. Sprich mit ihm. Freunde dich mit ihm an. Tu, was immer notwendig ist, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Hauptsache ist, du bringst mir einen Beweis. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. Ein Beweis für Marcelo. Das bedeutet hier Wiesel. Ich gebe nichts. Wie geben? Wollte ich was von dir haben? Oh, ich dachte, du bist ein Flüchtling, der ein paar Münzen schnorren will. Du gehörst zum Don, das weiß ich. Du gehörst zum Don. Ach, ja. Das hast du erkannt? Bist wohl ein ganz Schlauer. Was machst du hier? Ich mache gar nichts. Wie soll ich etwas machen, wenn die Weißen mich nicht aus den Augen lassen? Tja, hat einen Grund. Warum beobachten sie sich denn? Warum beobachten dich die Weißen? Ich glaube, sie halten mich für einen Dieb oder Einbrecher. Und? Bist du einer? Nein. Früher habe ich den ehrenwerten Händlern sogar Schutz angeboten. Und dich dafür bezahlen lassen. So ist nun mal das Geschäft. Und jetzt? Jetzt wartet Carlos nur darauf, dass ich ihm einen Grund liefere, damit er mich aus der Stadt werfen kann. Ach nee. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Wie die kleinen Rinder. Vielleicht kann ich dir helfen. So, und wie willst du das anstellen? Lass mich einsteigen. Ich kümmere mich um deine Geschäfte. Wieso sollte ich dir vertrauen? Ja, du musst es wohl darauf ankommen lassen. Tja,
Hoffentlich ist dir klar, worauf du dich einlässt. Don Esteban schätzt es gar nicht, wenn man versucht, ihn zu hintergehen. Und ich auch nicht. Komm schon, gib mir mal eine Chance. Komm schon, gib mir eine Chance. Hör zu, Junge. Das hier ist das Viertel der reichen Säcke. Du kannst dir nicht einfach von Tür zu Tür gehen und Schutzgeld kassieren. Hier sind die weißen Typen und die passen gut auf. Und wie läuft das hier? Bevor ich dir die Tricks zeige, mit denen du dir hier die Taschen füllen kannst, musst du was anderes für mich machen. Worum geht's? Worum geht's? Don Esteban unterstützt den Anbau und die Ernte von Brauke. Die Ernte wird vom Alchemisten Leonardo weiterverarbeitet. Gary, der Gehilfe des Alchemisten, bringt die Ware dann wieder zu uns. In letzter Zeit verschwindet allerdings ein Teil der Ware. Du meinst, da zweigt sich jemand was ab? Okay. Wie kommt die Ernte in die Stadt? Belaste dich nicht mit Wissen, das gefährlich sein könnte. Und wenn die Ware schon auf dem Weg in die Stadt verschwindet? Nein, das passiert nicht. Wenn Leonardo die Ware bekommt, ist sie noch vollständig. Ja, natürlich, ne? Und Verdacht? Hast du schon einen Verdacht, wer es ist? Ja, ich denke, dass Gary dahinter steckt. Warum verprügelst du ihn nicht? Ich will nicht, dass die Weißen mich dran kriegen. Und obwohl ich Gary für einen Feigling halte, weiß ich nicht, ob Schläge ihn zum Reden bringen. Okay. Und wie soll ich vorgehen? Gary ist zu dumm, um auf eigene Faust zu arbeiten. Irgendwer hat ihn beauftragt. Wenn wir den kriegen wollen, musst du Gary verfolgen, wenn er die Krautpakete ausliefert. Und wenn er sich mit seinem Partner trifft, schnappst du dir die beiden. Alleine? Ich würde dir ja helfen, aber die Weißen lassen mich nicht aus den Augen. Na gut, ich werde Gary verfolgen. Gut. Gary arbeitet gegenüber von hier, im Haus des Alchemisten. Stell dich neben oder hinter mich, damit er dich nicht sofort bemerkt. Er ist ein nervöser Bursche. Gut, was habe ich davon, wenn ich dir die Pakete bringe? Du willst dir doch die Taschen füllen, oder? Bring mir, was ich haben will, und ich zeig dir, wie wir die reichen Händler um ihren Besitz bringen. Ist das alles? Außerdem wirst du damit unser Vertrauen in dich stärken. Marcello ist nämlich scharf auf meinen hübschen Hintern und darf die Pakete nicht bekommen. Na gut, was würde dann passieren, wenn er sie bekommt? Was passiert, wenn Marcello die Pakete bekommt? Dann hätte ich keine ruhige Minute mehr. Jeder in der Stadt weiß, dass wir den Krauthandel kontrolliert haben. Deshalb haben wir auch damit aufgehört, als der Orden die Stadt übernommen hat. Mit den Paketen als Beweis könnte Marcello mir allerdings Schwierigkeiten machen. Ein unschöner Gedanke. Deshalb musst du die Pakete finden und sie mir geben. Gut, ich bin bereit, Gary zu verfolgen. Gut. Gary geht jetzt los. Lass ihn. Gib ihm ein wenig Vorsprung. Dann folge ihm, aber mit genügend Abstand. Aber verlieh ihn nicht aus den Augen. Wenn irgendwas schief geht, kommst du wieder zurück. Okay, ich bin jetzt hier. Alles. Hey, du! Was schleißt du da rum? Street, ganz langsam. Unauffällig werden wir ihm jetzt folgen, hinterher eiern. Ja. Hoffnung, dass er uns nicht bemerkt. Ganz unauffällig. Schleichen wir hier entlang. Bewegen uns von A nach B und so weiter. Ja. Mensch, und während wir hier so ganz entspannt und langsam laufen, können wir mal ein bisschen quatschen. Mich würde mal interessieren, was zockt ihr eigentlich so? Also, welche Spiele, welche Spieletypen, welches Genre oder sowas bevorzugt ihr eigentlich? Lieber so der Call of Duty-Shooter-Typ oder Rollenspieler oder, keine Ahnung, Strategiespiele. Es gibt ja so viele Arten von Spielen, die man spielen kann. Und mich würde einfach mal interessieren, welche Art von Spielen mögt ihr eigentlich am meisten? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Das wird bestimmt mal was. Na, Süße, wie wär's mit uns beiden? Ich biete dir Stunden der Lust, die du nie vergessen. Ja, ich jetzt nicht. Jetzt nicht. Komm schon. Sehen sich deine Muskeln nicht nach einem warmen Körper? Welchen Teil von jetzt nicht hast du nicht verstanden, Susan?
Ist ja schon gut. Dann halt nicht. So, jetzt. Boah, super. Jetzt muss ich dem Penis erst hinterher rennen. Machen wir wieder. Schönen Kiesipuch, Mensch. Nee, aber da ist er ja. Mich würde mal interessieren, ja, was ihr so zockt und warum ihr es vor allen Dingen zockt, weil jeder hat ja so seine eigenen Beweggründe. Mich würde das einfach mal interessieren. Wenn ihr es in die Kommentare schreibt, fände ich das echt klasse. Und ja, ich freue mich ja sowieso über jeden Kommentar, den ihr verfasst, weil das zeigt mir, dass ihr die Spiele nicht nur, die euch die Let's Plays nicht nur anguckt, weil ihr Langeweile habt, sondern weil ihr es auch toll findet oder aus anderen Gründen, weil ihr euch so dermaßen darüber lustig macht. Ja, je nachdem, wie ihr denkt. So dermaßen darüber lustig macht. Ja, je nachdem, wie ihr denkt. So.